Ja, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Mittwoch, jetzt ist langsam Zeit für den ersten Discovery-Teil. Der Bus, habt ihr ja gesehen, der hat jetzt schon das Dachzelt drauf, der hat die Höherlegung. Und jetzt kommt halt dieser Discovery, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen ein echtes Allradauto bei unseren Touren. Und deswegen wird der jetzt halt auch umgestaltet zum absoluten Adventure-Auto. Und heute in diesem ersten Teil, in diesem wundervollen ersten Teil, bei 30 Grad draußen irgendwie komischerweise, ne? Gefühlten 30 Grad. Wir haben 25 Grad vielleicht, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Werden wir das Dach einmal schnell folieren und zumindest schon mal den Dachträger drauf machen. Das Dach werde ich schon mal schwarz folieren, weil wenn wir den Dachträger drauf haben, müssen wir den nicht nochmal abnehmen und dann das Dach darunter folieren. Der Wagen bekommt im Gesamten sowieso eine andere Farbe, aber damit wir das Dach schon mal fertig haben und dann nicht nochmal hin und her schrauben müssen, machen wir jetzt erstmal das Dach schwarz und dann bauen wir heute mal den Dachträger drauf, oder? Du bist schon dabei. Ich würde sagen, geht los. Meine Damen und Herren, Dach ist sauber, jetzt kommt die Folie. Leute, wir wechseln jetzt mal die Kameraperspektive. Also wir haben die Folie jetzt zugeschnitten, das ist eine Carb-Wrapping-Folie, das heißt, wir kleben das komplett trocken. Da sind Luftkanäle drin und wir rakeln dann quasi gleich die Luftkanäle da raus. Wir haben jetzt das Dach ja so weit vorbereitet, wie man das machen konnte. Wir haben das jetzt nicht super sauber gekriegt. Da sind auch einige Roststellen schon drauf, aber das sollte trotzdem funktionieren. Also wir gucken uns einfach, wie das wird. Problematisch ist, wir haben vorher diese Leisten da drauf gehabt. So, und diese Dachreling wurde nicht auf die normale Reling draufgeschraubt, sondern die hat man komplett ausgetauscht. Das heißt, mir fehlen jetzt hinten ja diese Abdeckung. Die muss ich dann noch organisieren. Aber wir bauen jetzt trotzdem erstmal den Dachträger drauf. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Luft, Hitze, Luft. Ja, ich fange an zu schneiden, würde ich sagen, ne? Eine Stunde, 49 Minuten in der Rohdatei. Meine Damen und Herren, es ist fertig. Das Dach ist schwarz. Jetzt seht ihr nochmal, was ich gerade schon mal so angedeutet habe. Also hier saßen vorher diese fetten Leisten drauf, die wir jetzt nicht mehr haben. Ich ging davon aus, dass darunter einfach so ein Blindpanel ist, wie hier vorne. Ist es aber nicht. Deswegen müssen wir jetzt das Ding erstmal so lassen. Ich muss diese Panels nochmal kaufen. Aber der Dachträger muss ja grundsätzlich sowieso nochmal runter, weil heute machen wir noch kein Licht drauf. Das heißt, heute montieren wir erstmal nur den Dachträger. Ja, deswegen gibt es halt in der Mitte jetzt hier noch einen weißen Strich. Normalerweise wird das jetzt abgedeckt durch eine Gummidichtung, aber die ist jetzt leider nicht da. Die müssen wir uns noch organisieren. Ja, aber ist gut. Ich würde sagen, Dominik, ich stelle das Ding jetzt einmal ein bisschen in die Sonne, dass das sich ein bisschen mit der Sonne einbrennt und wir bauen den Dachträger. Es geht los, raus mit dem Auto. Ah, ist das herrlich, dieses Auto. Wirklich herrlich. Ich hätte gern lieber einen Discovery 4. Vielleicht kaufe ich mir auch noch einen, aber die sind halt schwer zu bekommen für relativ wenig Geld. Boah, ist wie LKW das Ding, ne? Ich habe mich übrigens bewusst für einen Schaltwagen entschieden, weil Automatik immer nur Probleme macht. Und damit ich jetzt nicht 2000 Euro sofort für eine Reparatur bezahle, dachte ich mir, Schaltwagen ist eigentlich besser. So. Einmal raus, das Fass hier ohne Boden. Der Visco. Geil, oder? Ist das geil? Geil. LKW. Richtig geil. Ja. Ja, Dach ist black, ne? Guck mal, jetzt können wir uns mal von oben angucken in der Sonne, die jetzt gleich schon untergeht. Oh, ist okay. Ich habe noch ein bisschen Klebedings da vergessen. Oh, ist okay, ne? Oder? Okay. Ah, sie ist 1 Million Dellen drin, aber der Vorbesitzer ist damit wirklich
Nee, der Vorbesitzer ist wirklich damit in Afrika auch mal umgekippt. Also die Seite wurde mal nachlackiert und der hat gesagt, auf dem Dach sind diverse Dellen, weil Ist echt umgekippt damit? Ja, der ist gegen einen Baum irgendwie. Und dann war alles verdellt und dann hat er das machen lassen. Von der Seite sieht man aber nichts deswegen. Putsch, nein, besser als G-Klasse. Schaut euch jetzt hier am besten gar nicht um. Hier liegen tausende von Teilen. Hier ist zum Beispiel schon der Schnorchel da, der immer noch einen Moment braucht. Hier ist der Heckauszug. Den brauchen wir heute auch noch nicht. Da müssen wir erst warten, bis die Verkabelung liegt, weil sonst muss ich das Ding wieder rausnehmen und reinpacken. Da habe ich auch keine Lust drauf. Genau, bis wir beim Holländer waren, weil wir wollen eventuell noch eine Lederausstattung dafür. Und vielleicht auch ein Beige. Man weiß es noch nicht. Akkuladen. Also ich muss mich jetzt beeilen. Also wir nehmen jetzt einmal unser Paket. Ich habe auch keine Ahnung, was was ist. Also es steht immer drauf. Draw a Land Rover Discovery. Ja, ich muss jetzt natürlich zwei Pakete schleppen. Das heißt, ich mache jetzt Hand vor die Kamera und wir sind gleich schon am Auspacken. Gleich schon zusammengebaut. So, Leute, neuer Akku. Ich hoffe, der hält jetzt ein bisschen länger. Cuttermesser und wir beginnen jetzt direkt hier mit unseren Paketen. Also wir haben ein Paket, zwei, drei, vier Pakete jetzt, die wir benutzen müssen. Da ist übrigens noch ein Paket von Dachzelt. Ist unrelevant, aber ich glaube, damit fangen wir an. Wow, guck mal hier. Aufkleber. Aufkleber, die kommen direkt drauf hinter, wenn das Ding fertig ist. Geil. So, also Maximilian. Maximilian hat das Paket gepackt. Ja, das können wir schon rein theoretisch direkt zusammen machen. Also 30 Minuten, wir gucken mal rein in das nächste Paket. Ah, okay, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist für den Auszug. Auszug, genau. Also wir müssen jetzt erstmal einmal hier wieder alles rauspacken. Das sind wieder diese Windreflektoren. So, Eckstück. Okay, wir haben die falsch rum hingelegt. Also die müssen doch nach oben, die Schrauben. Wir haben hier einmal Front oder Heck, ist eigentlich egal, was was ist. Also ihr seht, wir haben jetzt eine kurze Seite, wir haben eine lange Seite und hier auch natürlich wieder eine kurze Seite, eine lange Seite. Damit eine gewisse Stabilität gegeben ist, könnten wir die jetzt entweder so montieren, wie ihr das jetzt gerade sehen könnt, dass also beide Seiten vorne kurz sind und dann hinten lang. Oder wir switchen das Ding einmal um und holen uns dadurch noch eine etwas größere Stabilität und montieren das dann so. Und so ist das dann richtig. Jetzt müssen wir die Dinger natürlich umdrehen, weil das passt ja nicht. Müsste eigentlich von der Höhe identisch sein. Und den packen wir jetzt in das erste Loch vorne. Einfach mal grob anzulegen. Die Dinger alle umdrehen und dann reinschieben. Okay, unser Lattenrost ist fertig. Das war's. Jetzt schon bombenstabil natürlich. Weil wir das schon alles ordentlich fixiert haben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auf dem Dach irgendwie noch was Passendes kriegen. Entweder machen wir die Dinger jetzt am Dach zuerst. Was sagt denn die Betriebsanleitung? Was sagt die? So ein Frontrunner-Dachsystem ist natürlich variabel anpassbar für welches Dach auch immer ihr gerade habt. Also für jedes erdenkliche Fahrzeug gibt es halt diese Halter. Normalerweise ist das so, dieses System, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt einen T5, ihr habt einen Dachträger für einen T5, so, du kaufst jetzt einen T6, dann kannst du diesen Dachträger vom T5 auch übernehmen. Theoretisch hätte ich jetzt meinen Dachträger auch übernehmen können, allerdings ist der ein bisschen zu breit. Jetzt war die Option, alle Sachen einmal abzukatten, dass das halt kürzer wird, oder halt jetzt einen kompletten neuen Träger aufs Dach zu bauen. Und deswegen haben wir uns dann für einen neuen Träger entschieden. Da der Discovery ja ein etwas spezielleres Auto ist von der Ergonomie, keine Ahnung, gibt es jetzt hier einen Ausgleichsdachträgerhalter, der irgendwie so drauf kommt. Wahrscheinlich so. Ja, ich kann nicht mehr anlegen, guck da um. Aber so wird das Ding dann letztendlich stehen. Dann haben wir vorne also diese Stelle ausgeglichen und hinten kommt dann dein Part noch dran. Ja gut, falsche Seite jetzt. Falsche Seite jetzt, aber genau. Ich würde sagen, wir montieren diese Dinger erstmal auf dem Dach hier. Und wenn die safe drauf sind, dann brauchst du nur den Dachträger oben drauf stellen. Also, wir haben Schrauben dabei, ganz viele Schrauben für dieses wundervolle Dach hier. Alter, das sind tausende von Schrauben, die lege ich doch jetzt hier nicht auf dem Dach drauf. So, die Mülltonne wird jetzt hier unser Schraubendesk. Also wir haben 1 Million Schrauben dabei, wirklich 1 Million Schrauben. Ich stelle mir einfach mal so ein Set zusammen. Wir haben also einmal hier diesen Sprengring, den wir brauchen. Wir haben einmal hier die Unterlegscheibe. Erste Schraube ist fertig. Die zweite Schraube braucht einen Sprengring und die Unterlegscheibe. Also, die Thematik ist jetzt folgende. Das scheiß Löchlein hier muss gefüllt werden mit dieser Schraube. Das sieht schon mal gut aus. Du musst das Ding hier gleich anziehen, die Schraube. Ja. So, dann müssen wir hier mittendrin noch Verbinder rein. Genau, das müsste eigentlich theoretisch müsste das genau ineinander passen. So, das ist der Plan der Pläne. Ob das aufgeht, werden wir gleich sehen. Die Frage ist jetzt, ich bin zu hoch da bei dir noch, ne? Ja. Also wenn ich das jetzt anhebe, gehe ich ja, besser. So, ne? So ist okay. Das heißt, ich schiebe das jetzt da drunter, das Ding. Das müsste so theoretisch sein. Ja. Also geht in die Richtung.
geht in die Richtung auf jeden Fall. Das ist gut. Aber der muss nach vorne. Erstmal die Schraube reinkriegen, das ist ja richtig geil. Gibt es das auch als Bit, die Nummer hier, dass wir dann vielleicht schneller sind im Anschrauben? Das ist wieder so, das Ding ist eigentlich leicht, aber du kannst das noch nicht von Hand drehen. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Die Frage ist, sollen wir den anderen Träger schon mal so weit vorbereiten, dass wir die vier Schrauben auf den Boden reinstecken und dann nur noch drauflegen, weißt du? Direkt oben drauf ist. Naja. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles noch sehen könnt hier oder ob das schon wieder zu dunkel ist, aber ich glaube, das Display bzw. das Bild kann ich noch mal ein Stückchen aufhellen. Das, diese großen Dinger sind die neuen Unterlegscheiben. Wir haben auf der anderen Seite die falschen Unterlegscheiben gemacht. Wir haben so kleine Puppeldinger gehabt und dann fallen die da mal ganz schnell durch. Deswegen würde ich sagen, neue Runde, neues Glück. Eine Fummelnummer, ey, des Lebens hier, das Ding. Ein bisschen Blindflug auch, ne? Oder? Ja, okay. Jetzt geht es um die Wurst, würde ich sagen, bevor es hier gleich ganz dunkel ist. Dachträger drauf. Perspektive ist hier super. Kriegen wir das hin? Ach, scheiße. Zu abstellen einmal. Ja, damit wir fliegen. Hase? Ja. Weiter. Moment. Ja, krass. Wolltest du den Spoiler nicht montieren? Den Windspoiler? Ja. Ja, da kommen aber Lightbars irgendwann wahrscheinlich dran. Deswegen wollte ich den erstmal nicht dran machen. Aber geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Schick, ey. Hier oben könnt ihr das eigentlich noch ganz gut sehen. Wir haben jetzt hier immer so eine Vergrößerung, um hier diese Schrauben so einzuführen. Bisschen wackeln, dann kann man die so positionieren. Damit macht man jetzt erstmal den Rahmen auf den Träger fest. Oder man bringt dadurch Anbauteile an. Das sind ganz normale Schrauben, die sind jetzt nicht extra gekürzt oder so. Das ist schon gut durchdacht. Und die müssen wir jetzt genau andersrum, von unten, hier hinschieben und dann das Ding festmachen. Hätten wir vorher auch schon reinlegen können, aber ist halt so ein bisschen trickiger, würde ich sagen. Ich glaube, der hier drin. Versuch mal reinzumachen. Jo, der ist drin. Ja, Leute, jetzt geht es halt nur noch um das Ausrichten. Ihr seht, dass der Träger jetzt aktuell noch minimal schief hängt und da ja auf der Seite quasi Plan abschließt und auf der Seite noch so ein größeres Spaltmaß hat. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen abändern. Warum hängt da überhaupt ein Forstzeichen bei mir im Auto? Will einer erklären oder bin ich Förster nebenbei noch? Ein Profil, meine Damen und Herren, will nicht so, wie ich will. Also wir können es hier oben auch gar nicht reinschieben, die Schraube. Wir können es hier reinschieben, das ist ja auch gar kein Problem. Aber irgendwie will dieses Profil die Schraube nicht annehmen. Wahrscheinlich bei der Bohrung. Oh. Es ist ein Fehler unterlaufen und den darf ich jetzt irgendwie ausbaden, in der Hoffnung, dass ich das Ding da irgendwie reinkriege. Ich versuche jetzt mal irgendwie das Ding frei zu kratzen da drin. Aha, drin ist sie. Wahnsinn. Anheben, das Ding. Und yes. Jetzt passen die da nicht mehr. Jetzt sind die Schrauben drin. Yes. Aber wir haben hier einen Todesabstand zu der Seite und zu der anderen Seite überhaupt nicht. Das heißt, der ganze Träger muss irgendwie noch minimal bewegt werden. Warte mal kurz, lass mal kurz gucken. Schieb den noch mal ein Stückchen zu dir. Ja, lass das mal so. Und dann biegen wir den einfach mal ein Stück nach innen. Jetzt ja, versuch den mal so anzuziehen. Ach, fest. Leute, ich glaube, das war's mit der Montage des Dachträgers. Pervers, pervers. Guckt euch das jetzt noch mal an hier. Wie das hier aussieht jetzt, das ganze Spiel. Vorne hätten wir jetzt noch die Möglichkeit, so Windabweiser zu machen. Das bräuchtet ihr eigentlich auch, weil jetzt habt ihr natürlich enorme Windgeräusche, weil dieses Lattenrost natürlich total durchficht vom Wind. Aber da eh vorne ja diese Lightbars dran kommen, genau wie drüben bei dem Monster-YouTube-Bus, lasse ich die jetzt einfach erstmal weg und fahre den erstmal so. Ja, wir haben es geschafft. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es wie immer unten in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und in der nächsten Woche, weiß nicht, ich werde jetzt nicht jede Woche wirklich so ein Discovery-Teil bringen, aber ich werde jetzt auch langsam anfangen, diesen Monster-SUV umzubauen für unsere Offroad-Touren, die wir dann irgendwann mal fahren. Also, ihr bleibt up to date, vielleicht kommt nächste Woche wieder mal mit einem Streifenwagen oder ein bisschen
Einsatzfahrzeug. Ich weiß noch nicht. Wir müssen einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber bleibt meinem Kanal treu, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare, was ihr denkt, ob das Ding jetzt zu hoch ist oder nicht. Ich find's geil. Ich find's perfekt. Also Slimline 2 ist das von Frontrunner, steht auch nochmal unten drin. Und ja, wir haben noch einiges vor. Heckauszug muss noch rein, die Leiter muss noch dran, der Schnorchel muss noch dran, der Wagen wird komplett foliert. Und dann innen noch mal ein bisschen, genau. Ordentlich Lightbars müssen dran und dann ist das Ding Adventure-tauglich. So, danke. Bis bald. Tschüss.